270 Euro. In Rheinland-Pfalz zahlt jeder Arzt monatlich in den Topf für den Bereitschaftsdienst zu organisieren. Selbst das reicht nicht aus, das ist hochdefizitär, weil eben halt in Nachtzeiten ja nur relativ wenig Patienten kommen. Das heißt, auch da müssen wir Lösungen finden, wie wir in Zukunft das Bereitschaftsdienstsystem finanzieren, aber natürlich parallel dazu auch nicht zu teuer machen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Talk mit Doc Bartels. Heute habe ich Herrn Dr. Martin Seemann eingeladen. Martin, wir kennen uns, wir duzen uns in zweierlei Funktion. Einmal, wie gesagt, als junger, beispielhafter, junger, niedergelassener Kollege, aber du hast dann auch gleichzeitig eine berufspolitische Aufgabe übernommen. Du bist Leiter unseres ärztlichen Bereitschaftsdienstes hier in Mainz und in Bad Kreuznach. Und das ist das Thema, was wir wahrscheinlich ausführlich in dem Talk auch besprechen werden. Zunächst aber einfach mal, du bist das schöne Beispiel eines jungen, niedergelassenen Kollegen. Die KV sucht junge, niedergelassene Kollegen. Du hast das Wagnis eingegangen, du bist in Bad Kreuznach niedergelassen. Bist du mit deiner Entscheidung zufrieden? Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Andreas, freut mich, dass ich eingeladen wurde. Ich bin seit 2019 niedergelassener Orthopäde in Bad Kreuznach, habe mich wie wahrscheinlich viele junge Kolleginnen und Kollegen nach der Klinik oder während der Klinik dazu entschlossen, mich niederzulassen und hatte die gleichen Ängste und Sorgen. Klappt das alles? Was ist Niederlassung? Man hat häufig, wenn man Klinikarzt ist, nicht so den Eindruck, was macht man als Niedergelassener? Das Medizinische, die Patienten zu betreuen, das kennt man auch als Klinikarzt, aber diese ganze Verwaltung und diese ganzen bürokratischen Wagen und Hindernisse, ja. Das ist ein Haufen Holz, was erstmal auf dich zukommt. Ich habe am Anfang mehr Sorge gehabt, als es letztlich war. Die KV hat das Lotsensystem, was junge, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte da zur Hand nimmt. Und auch das habe ich damals angenommen, dieses Angebot, und bin glücklich und zufrieden, dass man da letztlich doch eine Einführung bekommt. Selbstverständlich hilft in meinem Fall diese Bereitschaftsdienstsituation, dass man ein gewisses Netzwerk sich schafft, wo man bei der KV dann eben Menschen kennenlernt, die einem doch die ein oder andere Hürde auch wegnimmt, beziehungsweise einen da auch quasi an entsprechende Ansprechpartner bringt. Das ist das größte Problem, was ich am Anfang hatte, bis du in jedem Ressort, in jedem Bereich Menschen kennst, die sich auch um Anliegen kümmern, wo du erstmal weißt, mit welchem Anliegen muss ich zu wem. Ja. Das, glaube ich, ist für viele am Anfang das Problem, bis man erstmal weiß, okay, jetzt habe ich das Problem, wer ist für mich Ansprechpartner und wie löse ich was? Klar, klar. Ja, dann hast du dich berufspolitisch auch noch gleich engagiert. Das finde ich ja sowieso eine ganz tolle Sache. Solche Kollegen brauchen wir natürlich ganz, ganz wichtig. Eine wesentliche Entscheidung für viele Kollegen, sage ich mal, in die Niederlassung zu gehen, aus dem Krankenhaus zu gehen, ist sicherlich auch die Problematik im Krankenhaus der Nacht- und Wochenenddienste. Dort, das ist irgendwann mal, weiß ich von meiner eigenen Person, irgendwann mal hast du da gar keine Lust mehr drauf. Jetzt ist es im niedergelassenen Bereich aber auch so, dass wir im Prinzip 24 Stunden, 7 Tage die Woche für unsere Patienten sicherstellen müssen. Und daher hat sich dieser ärztliche Bereitschaftsdienst formiert. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der es den Kollegen auch erleichtert, in die Niederlassung zu gehen, oder? Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Wir haben den ärztlichen Bereitschaftsdienst, um einerseits den Versorgungsauftrag aufrechtzuerhalten, den wir innehalten, sodass wir quasi 24/7 für die Patienten da sind. Gleichzeitig wollen wir niedergelassen natürlich auch und brauchen auch Erholungsphasen und müssen auch gucken, dass wir zu Zeiten, wo die Sprechstunde geschlossen ist, wo wir auch uns irgendwie erholen müssen, die Patientenversorgung aufrechterhalten. Und dafür haben wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wir sind da quasi, um dann den Dienst aufrechtzuerhalten, dass Kolleginnen und Kollegen da freikriegen, und das wiederum müssen wir alle anteilig leisten. Ja, nun ist der ärztliche Bereitschaftsdienst ja so organisiert, sicherlich relativ unkompliziert, sage ich mal, in Ballungszentren, wo viele Ärzte sind, die dann auch praktisch dienstverpflichtet sind, aber in den ländlichen Bereichen, da gibt es halt wesentlich weniger Ärzte, die dann dienstverpflichtet werden können, und da muss man auch auf externe Ärzte zugreifen. Aber ich glaube,
Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Faktum, dass wir ein solidarisches System geschaffen haben, weil diese ärztlichen Bereitschaftspraxen in den Zentren, die waren ja durchaus auch, ich sage mal, finanziell lukrativ. Das haben ja früher die Ärztevereine selber geleitet, aber die Bereitschaftspraxen eben halt außerhalb der Zentren, da war es so, dass die eben halt hochdefizitär waren. Also man muss ja sagen, wir haben bei uns eine Bereitschaftszentrale in Mainz und in Bad Kreuznach und ich kümmere mich ja auch ebenfalls mit um Worms. Also wenn ich jetzt Rheinhessen betrachte, sind das schon Besonderheiten. Mainz ist als Landeshauptstadt eine sehr große Zentrale. Wir haben auch viele Ärztinnen und Ärzte, die in dieser Region vom Dienstplan her zugeteilt sind. Natürlich wird der Bereitschaftsdienst aus externen und Kollegen, die das hauptberuflich im Bereitschaftsdienst leisten, befüllt. Aber wir merken schon, dass die Kostensituation auch da für uns ein Problem darstellt. Wir haben jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren diese Bereitschaftsdienstreform durchgeführt. Ja, die hast du mit begleitet und die haben auch versucht, quasi den Kolleginnen und Kollegen, den Niedergelassenen zu erklären, weil wir haben immer 2 Probleme. Einerseits, Bereitschaftsdienste möchten viele Niedergelassene nicht machen. Muss man kein Geheimnis aussprechen, sondern das wissen viele. Ja, wir haben täglich Anrufe, wo der niedergelassene Gynäkologe, der seit 25 Jahren in der eigenen Praxis ist, dann einen Bereitschaftsdienst zugelost bekommen hat und der muss jetzt den Dienst machen und fühlt sich weder fachlich in der Lage, den adäquat leisten zu können, hat Sorge, dass er den Patient falsch behandelt, weil er sich eben in seinem Fachgebiet hochspezialisiert super auskennt, aber nicht im allgemeinmedizinischen Spektrum. Gleichzeitig haben wir den niedergelassenen Allgemeinmediziner, der genau dieses allgemeine Spektrum super abbildet und der auch häufig keine Probleme hat, fachlich den Bereitschaftsdienst zu leisten, wenn er 1-2 Mal im Jahr zugeteilt wird. Dennoch leistet er in seiner eigenen Praxis so viel, ja, dass der teilweise keine Energie und keine Kraftressourcen hat, den Bereitschaftsdienst zu leisten, weil er zusätzlich, wenn das jetzt zum Beispiel ein Dienst unter der Woche ist, ein Dienstagabend oder Dienstagnachtdienst, dann muss er am Mittwoch seine Praxis zumachen. Mittwoch wieder in der Praxis letztendlich. Muss ja wieder in der Praxis stehen, aber... Und genau das ist dann die Problematik. Ja. Und so leben wir das, dass wir externe Kolleginnen und Kollegen brauchen, und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, die das hauptberuflich machen. Die wiederum brauchen aber auch eine angemessene Vergütung, dass wir die auch bezahlen können, weil wir uns sonst auch mit anderen KVen und mit anderen Bundesländern, ich meine Rheinland-Pfalz, wir sind hier in dem Baden-Württemberg-Hessen-Bereich, gerade jetzt hier im Rhein-Hessen-Spektrum mit Mainz, fahren die Kolleginnen und Kollegen dann teilweise auch in eine andere Zentrale, leisten den gleichen Dienst nur an einem anderen Ort, wenn sie am Schluss eine andere Vergütung bekommen. Verdienen dort eventuell mehr Geld und das, das für ist für sie attraktiver. Genau, und auch das ist am Schluss freie Marktwirtschaft. Das würden du und ich auch nicht anders machen, wenn du für die gleiche Tätigkeit irgendwo 30% mehr Vergütung bekommst, Spritpreise jetzt mal hin oder her gesprochen, dann macht man das im Zweifel. Ja, das heißt, es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf um diese Kolleginnen und Kollegen, ja, die eben halt da im Bereitschaftsdienst eben halt, ich sag mal, ausschließlich arbeiten. Ja. Und der Ärztemangel, den wir jetzt momentan noch haben, den merken wir ja nicht nur in der Ärzteschaft, sondern auch im medizinischen Assistenzpersonal. Auch das ist ein großes Thema in den Bereitschaftsdienstzentralen. Das brennt aktuell. Das heißt also, wir haben das Problem, Personal ohnehin zu finden, ja, und die dann auch noch adäquat finanzieren zu können, dass das Personal auch bleibt. Das ist momentan eine große Aufgabe. Und gut, wenn wir keine externen Ärzte haben, dann ist es nach wie vor so, dass eben der dienstverpflichtete Gynäkologe, HNO-Arzt oder sowas den Dienst machen muss. Auch das wird uns ja vorgeworfen, dass dann eben halt ein Arzt Dienst tut, der eventuell, ich sag mal, im allgemeinmedizinischen Sektor relativ fachfremd ist. Ja. Wie können wir dem Ganzen umgehen? Gibt es Möglichkeiten für die Ärzte dort, sich zu schulen? Also zuallererst, wir versuchen unser Möglichstes, dass jeder niedergelassene Arzt, der einen Dienst zwangsverpflichtet bekommt, dass das erstmal nicht passiert. Da müssen wir vorne dran anfangen. Wir haben ein Dienstplanmodell, bei dem sich der niedergelassene Arzt quasi Wunschdienste rausnehmen kann. Erstmal müssen wir vielleicht noch weiter vorne anfangen. Also jeder Arzt, der niedergelassen ist, hat ein gewisses Punktesystem. Das heißt, die KV verteilt Punkte, wenn ein niedergelassener Arzt einen Bereitschaftsdienst absolviert oder beziehungsweise den Dienst bucht. Und das gibt dann einen Durchschnittswert über alle niedergelassenen Ärzte in der jeweiligen Region. Die ist natürlich im ländlichen Bereich anders als in einem Ballungszentrum wie Mainz. Okay. Und wenn du irgendwann unter diesen Durchschnittspunktewert kommst, dann sagt das Computersystem, der KV, okay,
okay, der ist jetzt unter der Punkte, er beteiligt sich nicht am Bereitschaftsdienst, hat auch keine Dienste aktiv gebucht, dann kriegt er quasi eine Zwangsverpflichtung, um sein Punktekonto wieder auf den Durchschnitt zu erhöhen. Oh, das klingt unheimlich kompliziert. Das ist gar nicht so kompliziert, aber wir müssen ja im Grunde genommen ein gerechtes System finden. Jeder niedergelassene Arzt hat nun mal die Verpflichtung, ja, den Bereitschaftsdienst zu leisten, und das muss man über alle fair machen. Ja, dass der eine Allgemeinmediziner ist und der andere Gynäkologe, das sind Fachspezialitäten, aber wir unterscheiden leider im KV-System nicht unter den Fachdisziplinen, was den Bereitschaftsdienst angeht, sondern wir müssen alle unseren fairen Anteil leisten. Die Hausärzte würden uns auch aufs Dach steigen, wenn nur noch die Hausärzte den Bereitschaftsdienst komplett absolvieren müssen. Ja, natürlich, das ist ganz klar. Wie gesagt, auch der HNO-Arzt hat eben halt eigentlich diese Verpflichtung, 24/7 für seine Patienten erreichbar zu sein. Und das ist eben halt mit dieser mit dem Bereitschaftsdienst abgedeckt. Das sehe ich aus. Was ich noch sagen wollte, wenn wir jetzt also das Bereitschaftsdienstsystem haben und der Dienstplan hat jetzt den Gynäkologen, darauf hatte deine Frage abgezielt, zum Dienst eingeteilt, dann ruft der Gynäkologe, ja, oder der, ich will nicht immer nur auf den Gynäkologen raus, dann ruft der Arzt, der den Dienst nicht machen möchte, bei dem ärztlichen Leiter an, so leben wir das hier in Rheinhessen, in dem Fall bei mir, und teilt mir mit, er hat dann und dann einen Dienst, möchte den nicht machen, fühlt sich vielleicht nicht diensttauglich und versucht das zu lösen. Einerseits bieten wir Kurse an, die finden in regelmäßigen Abständen statt, um Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr ganz so fit sind für den Bereitschaftsdienst oder da gern so eine Art Fresh-Up-Kurs hätten, die können dann so einen Wochenendkurs besuchen und können sich da wieder fit machen. Gleichzeitig bieten wir an, dass so Kolleginnen und Kollegen, wenn sie denn motiviert genug sind, sich in die Bereitschaftsdienstzentrale begeben können und können mit erfahrenen Bereitschaftsdienstärzten mal hospitieren, ja, und können das, denke ich, auch ganz wichtig, ein paar Stunden mitlaufen. Ja. Die Kritiker sagen natürlich alles, was bringen mir 3 Stunden mitlaufen, wenn ich 25 Jahre da Defizite habe. Das muss man natürlich hinnehmen. Dennoch ist es so, es ist nun mal unsere ärztliche Aufgabe und wir haben halt alle mal Medizin studiert. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns natürlich bemühen, den Arzt oder die Ärztin, die den Dienst nicht machen möchte, auch da nicht unbedingt zum Dienst antreten zu lassen. Die haben letztlich nach BDO, nach Bereitschaftsdienstordnung, die Verpflichtung, den Dienst am Schluss zu leisten, wenn sie sonst keinen finden. Ja. Also dann einen Attest zu schicken oder einen Tag vorher die Krankmeldung mit, ich habe einen grippalen Infekt, was für uns Ärzte leider nicht so schwer ist zu bekommen, das ist schwierig. Ja. Das heißt, wir haben für sowas... Also steht die Bereitschaftspraxis leer. Das ist das ganz große Problem. Und wir müssen am Schluss den Versorgungsauftrag für unsere Patienten leisten. Das heißt, das, was uns wichtig ist, ist einerseits, dass die Patientenversorgung aufrechtgehalten wird. Zum anderen wollen wir aber auch eine fachlich qualitativ gute medizinische Versorgung bieten im Bereitschaftsdienst. Aber wir müssen die Versorgung auch aufrechterhalten. Und dafür brauchen wir halt nun mal Ärztinnen und Ärzte. Ja, gut. Das heißt, die Ärzte, die den Dienst nicht machen wollen, ja, die bemühen wir, den Niedergelassenen an den externen Arzt organisieren zu können. Dafür haben wir verschiedene Medien, nutzen da verschiedene moderne Messenger-Dienste, dass die Ärztinnen und Ärzte in größeren Gruppen zusammengefügt werden, dass die Ärzte auch die Dienste quasi abgeben können. Und das verstehe ich als Teil meiner Aufgabe als Leiter, dann quasi die potenziellen Abnehmer zu den Abgebern zusammenzubringen, um für jeden ein zufriedenes Bild zu schaffen. Ja. Denn der externe Arzt will sein Geld verdienen damit, der macht das hauptberuflich. Und der niedergelassene Arzt hat andere Dinge zu tun und möchte eigentlich den Bereitschaftsdienst im optimalen Fall, zum Großteil zumindest, gar nicht machen müssen. Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe, die auch in Zukunft auf uns zukommt. Also wir haben, die meisten unserer Ärzte haben einmal die Verpflichtung, in ihrer Praxis tätig zu sein. Und insofern können sie gar keinen Nachtdienst machen, wenn sie am nächsten Tag ihre Praxis dann fortführen müssen. Zum anderen fühlen sie sich da nicht mehr sicher. Insofern, momentan arbeiten wir mit den externen Ärzten, aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll und das wäre so eine Sache, die wir auch mal angehen müssten, das Ganze mehr zu professionalisieren, dass wir sagen, wir haben spezialisierte Bereitschaftsdienstärzte, die eventuell von der KV angestellt oder sowas diese Dienste tatsächlich übernehmen, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also großes Ziel muss sein, die Niedergelassenen zu entlasten, weil wir über den Weg auch wiederum die Bereitschaft, sich überhaupt niederzulassen, verbessern. Gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die kriegen mit, die wollen aus dem Krankenhaus raus, wie du eingangs sagtest, weil die keine Wochenenden und Nachtdienste mehr machen müssen. Wollen vielleicht die paar Feiertage, die es im Jahr gibt, auch mit ihren Familien verbringen. Und das ist ein großer Grund, sich niederzulassen. Und das Erste, was man dann erfährt, wenn man in der Niederlassung ist, übrigens, du musst Bereitschaftsdienste machen. Also genau darum geht's. Ja. Dennoch haben wir momentan eine große Aufgabe, denn wir haben einen Ärztemangel. Für eine Professionalisierung des Bereitschaftsdienstes, was auch mein Herzenswunsch ist und wo wir auch jetzt die nächsten Jahre hoffentlich dran arbeiten werden, dass wir das umsetzen, vielleicht auch mal mit einem kleinen Piloten gucken, dass wir da gucken, dass wir das eben umsetzen können. Dafür brauchen wir eine gewisse Mann- und Frau-Stärke, ja. Und da müssen wir gucken, wo wir das herbekommen. Ja, wir brauchen nicht nur eine gewisse Mann- und Frau-Stärke. Eine andere Problematik ist ja auch die Finanzierung des Bereitschaftsdienstes. Absolut. Also, ich weiß nicht, die meisten wissen es nicht. 270 Euro in Rheinland-Pfalz zahlt jeder Arzt monatlich in den Topf für den Bereitschaftsdienst zu organisieren. Selbst das reicht nicht aus. Das ist hochdefizitär, weil eben halt in Nachtzeiten ja nur relativ wenig Patienten kommen und die Vergütung so aussieht, dass ich glaube, der Schnitt ist dann bei 30, 35 Euro pro Patient. Das kann sich ja letztendlich gar nicht rechnen. Ich glaube, das ist auch eins der Hauptprobleme des Bereitschaftsdienstes. Aber wir haben ja auch gesehen, dass wir jetzt in Rheinland-Pfalz ein sehr üppig ausgestattetes Bereitschaftsdienstsystem haben, mit vielen Bereitschaftspraxen, die auch nächtlich immer geöffnet sind. Das heißt, auch da müssen wir Lösungen finden, wie wir in Zukunft das Bereitschaftsdienstsystem finanzieren, aber natürlich parallel dazu auch nicht zu teuer machen. Auch das haben wir jetzt innerhalb der letzten 1-2 Jahre über die Reform bereits angegangen. Wir haben die Zentralen katalogisiert in kleine, mittlere und Maximalzentralen, die wir teilweise nur bis 23 Uhr öffnen. Teilweise haben wir auch Zentralen ganz geschlossen, gerade jetzt auch was Rheinhessen angeht, um eben den Bereitschaftsdienst effizienter zu gestalten und am Schluss einfach wirtschaftlich tragfähiger. Denn diese 270 Euro, die das den Niedergelassenen pro Sitz kostet, das sind zusätzlich Belastungen für uns niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die momentan ohnehin, ich meine, wir allgegenwärtig Stromkosten, Benzinkosten, ja. Inflation, EDV und Personalkosten in der Praxis, die fressen den Niedergelassenen nach und nach auf. Ja. Und aber parallel dazu haben wir die 116117 installiert, das muss man dazu sagen. Ja. Was hat sich denn geändert, nachdem diese bundesweite Rufnummer institutionalisiert worden ist und eingeführt worden ist, die ja auch beinhaltet, den Patienten tatsächlich vorab einzuschätzen, inwiefern die Dringlichkeit besteht einer medizinischen Versorgung. Die 116117 ist im Grunde genommen ein Tool, um den Bereitschaftsdienst schon in einen gewissen Schritt zu professionalisieren. Wir wollen gerne eine gewisse Zentralisierung haben dadurch, dass wir auch eine übergeschaltete Instanz haben, die auch Auslastungen erfassen kann. Wir haben ja einerseits über die 116117 dieses medizinische Tool S-Med, also als computergestütztes Triageprogramm, die den Patienten schon mal richtig katalogisiert. In die Richtung, ist das jetzt ein Patient, der kann bis zum nächsten Tag warten, bis er zu Haus oder Facharzt gehen kann? Oder ist das ein Patient, der in eine Bereitschaftsdienstzentrale soll? Oder ist es auch ein Patient, der ein akuter Notfall darstellt, der zum Notarzt muss und zum Rettungsdienst? Ja, also da wäre dann die 112 zuständig. Genau, weil wir im Bereitschaftsdienst behandeln keine akuten Notfälle. Also es kommt mal einer vor, das ist einer. Aber die Idee des Bereitschaftsdienstes ist, dass es ein hausärztliches Wesen darstellen soll und den akuten Herzinfarkt, der soll am besten möglichst früh triagiert werden. Und dieser Patient, der ein lebensbedrohliches, akutes Ereignis hat, der soll direkt über den Rettungsdienst und über den Notarzt ins Krankenhaus verbracht werden. Ja, deswegen gibt es ja auch immer die Diskussion dieser zwei Telefonnummern. Weiß der Patient, wann er die 116117 anrufen soll und wann er die 112 anrufen soll? Der Patient weiß das natürlich nicht immer, denn der Patient ist kein Arzt und auch medizinisch nicht gebildet. Die letzten Nachkommastellen werden wir da nicht gewinnen können. Wir haben über den Weg die 116117, wir versuchen zu schulen, wir versuchen das in der Bevölkerung publik zu machen, dass die Patienten an der Stelle ein bisschen Gefühl entwickeln, wann sie welche Nummer anrufen. Aber der Patient letztlich kann das nicht wissen. Der Patient mit einem Oberbauchschmerz bei einem Diabetes hat vielleicht einen Hinterwandinfarkt und weiß es nicht und denkt, er hat einen Magen-Darm-Infekt.
das wird immer eine gewisse Schnittmenge geben. Ja. Dennoch versuchen wir mit diesen medizinischen Tools über Triagesysteme und durch Schulungen das möglichst zu optimieren, um diese Schnittmengen eben möglichst gering zu halten. Ja, also wenn man die Anzahl der Anrufe sich anschaut, tatsächlich, also jetzt seit Januar 20 bis einschließlich März 600.000 Anrufe bei der 116, 117, also so hat sich das schon etabliert. Da muss man natürlich auch sagen, ich habe mir das in Dänemark angeguckt, das System, die hatten tatsächlich mal eine zeitweise nur eine einzige Nummer. Und dann kommt es natürlich dazu, dass dieser akute Notfall eben auch in dieser Warteschleife eventuell hängen bleibt. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, 112 und 116, 117 parallel zu führen. Auf jeden Fall, ja. Welche Fälle kommen denn so in die Bereitschaftspraxis? Was ist so der Standard eigentlich, den man so, sagen wir mal, da zu betreuen hat? Das ist quasi ein bunter Blumenstrauß. Also wir erleben sowohl den Patient, der seine Nachtschicht abbrechen musste, weil er akute Rückenschmerzen bekommt, braucht eine Krankmeldung oder eine Schmerzmedikation. Das ist ein Patient, dem ist sein Belok-Zock ausgegangen und er hat vergessen, das rechtzeitig beim Hausarzt. Also abends um 22 Uhr eingefallen. Ja, und der lässt dann gucken. Ja, das sind auch teilweise Fälle von akuten Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, also es kommt wirklich ein bunter Blumenstrauß. Es kommt auch das 19-jährige Mädel, das mit ihrem Freund Spaß hatte und da die Pille danach erwartet. Also diese Fälle sind im Bereitschaftsdienst. Aber trotz alledem, obwohl das ja jetzt wirklich gut etabliert ist, trotz alledem beschweren sich die Krankenhausambulanzen ganz massiv, dass bei ihnen viel zu viele Patienten auftauchen, die eigentlich in einer Krankenhausambulanz eigentlich nicht notwendig wären. Nun ja, der Patient selbst schätzt sich in einem gewissen Maß selbst ein und der Patient geht dann auch mal dahin, wie er das gewohnt ist oder wie er teilweise immer gegangen ist. Das ist auch ein Grund, warum wir die F6, F7 etabliert haben, um diese Patientenströme, wohin geht der Patient, besser organisieren zu müssen. Das Defizit, an dem wir noch arbeiten müssen, ist, dass teilweise die telefonischen Wartezeiten in der F6, F7 zu Stoßzeiten, wir haben ja diese Heatmaps, die das zeigen, um die noch zu optimieren. Denn der Patient, der am Schluss eine Stunde am Telefonhörer wartet mit Hold the Line, hier werden Sie verbunden, der legt irgendwann auf und geht per PEDIS in die nächste Notaufnahme oder Bereitschaftsdienstzentrale und versucht dann da sein Glück. Ja. Ja, und das ist unsere Aufgabe, diese Wartezeiten möglichst zu reduzieren. Auch da setzt die 116, 117 ein, weil wenn der Patient dann aus einem Ort kommt und er hat dann den Telefonist, den Callcenter-Agent am Telefon, dann kann der über die Zentralisierung feststellen, okay, Sie kommen aus Sprendlingen, Sie haben jetzt die Möglichkeit nach Bad Kreuznach zu fahren, dort sind gerade 8 Patienten vor Ihnen oder aber Sie fahren 20 Kilometer weiter bis nach Alzey und dort sind in der Zentrale gerade nur 3 Patienten. Also auch das ist der Vorteil von der Zentralisation, dass der Patient auch über den Weg möglichst geringe Wartezeiten mit sich nimmt und an der Stelle eben besser und schneller geholfen wird. Ich denke, man muss schon kommunizieren, dass Wartezeiten eben halt nicht vermeidbar sind. Das ist ja auch, wenn der Patient tagsüber in die Arztpraxis kommt als Notfall, dann muss er sich auch teilweise hinten anstellen und warten, weil der Arzt natürlich seine Patienten einbestellt hat. Aber der Patient sollte eine Rückmeldung bekommen, ja, wann er denn tatsächlich mit einer Konsultation zu rechnen hat oder wie lange es eventuell in der Bereitschaftszentrale dauert. Ich denke, ja, gibt es Ideen. Können wir eventuell, ich meine, beim Paketdienst, da sehe ich ganz genau, wo der DPD unterwegs ist und wie lange es noch dauert, bis das Auto zu mir kommt. Sowas Ähnliches könnte man ja eigentlich auch im Bereitschaftsdienst einführen. Ganz klar. Also es gibt die Ideen, dass man auch da über die F6, F7 nicht nur die Triage führt, weil der Patient, der kein lebensbedrohliches Krankheitsbild hat, der warten kann, der muss teilweise auch warten. Das ist in jeder Praxis so, das kennen wir. Das ist bedauerlich, wir würden es gerne abstellen, aber es lässt sich nicht abstellen, weil das sind ja unvorhergesehene Dinge, wann der Patient kommt. Das kann man nicht vorher planen, wann das Ereignis eintritt und also muss der Patient auch ein bisschen Wartezeit mitbringen. Aber es gibt auch da Tools, dass der Patient einen Rückrufservice bekommt, wann er losfahren kann. Ja? Dass man sagt, hier ist jetzt gerade voll, wir melden uns, wenn es leerer wird und dann fahren Sie los. Oder das Tool, was ich erwähnt habe, dass man den Patient zwar an eine Zentrale verweist, die vielleicht 10, 15 Kilometer weiter entfernt ist, aber wo momentan weniger Patienten aufkommen ist. Also das sind alles Dinge,
auch thematische Dinge wie Online-Sprechstunden oder auch den Service, den Patienten das von zu Hause aus bieten zu können. Ja, sind wir jetzt auch mit der KV gerade dran. Videosprechstunden wäre natürlich auch nochmal. Ja, sind wir jetzt auch gerade dran, in die 11.6, 11.7 für nächstes Jahr geplant, als Piloten eine gewisse Online-Sprechstunde anzubieten, ja, wo dann der Patient im Grunde genommen telefonisch das erfahren kann, um auch über den Weg das dem Patienten als Service zu bieten und auch nach vorheriger Triage, bei welchen Fällen das überhaupt Sinn macht, weil manche Dinge muss man halt untersuchen, das geht nicht nur per Video, aber da kann man über den Weg auch Patienten einen gewissen Service bieten. Denn das, was uns wichtig ist, ist, der Patient Service soll, steht im Vordergrund. Der Patient soll seinen, wir wollen unseren Versorgungsauftrag erfüllen und wir wollen keine Patienten gefährden. Und die Patientenversorgung ist gewährleistet und auch über die Reform, die wir hinter uns gebracht haben, haben wir die Patientenversorgung letztlich verbessert. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist ja aller Ehren wert, dass wir das so auf unsere Fahnen schreiben. Nun ist es aber auch so, wir haben auch Fachpersonalprobleme mit medizinischen Fachangestellten. Wir haben ein zunehmendes Anspruchsdenken teilweise der Patienten, die auch dann gewisse Wartezeiten nicht mehr tolerieren, die relativ aggressiv reagieren, wenn sie nicht sofort drankommen, die gewisse Ansprüche stellen. Man hört immer davon, dass in den Bereitschaftspraxen und auch vor allem auch bei Hausbesuchen zum Beispiel Ärztinnen Angst haben, teilweise Hausbesuche zu machen. Wie hoch ist die Problematik da? Schützen wir unsere Ärzte da ausreichend? Also ich muss sagen, dass mein Eindruck schon der ist, ich kriege diese Beschwerden auch regelmäßig dann mit, mein Eindruck ist schon der, dass im Bereitschaftsdienst die Quote des aggressiven Patienten und der verbalen, Gott sei Dank wenig körperlichen Auseinandersetzungen schon höher ist. Ich persönlich schiebe das darauf zurück, dass der Patient für sich ein akutes Problem hat. Und da ist der Patient häufig eher dekompensiert und ist da eher sehr emotional agitiert und das belastet den sehr. In unseren Praxen ist das ein tagesanderer Prozess. Teilweise warten die Patienten mehrere Wochen bis Monate auf einen Termin und auch der Notfallpatient, der in die Praxis kommt, tagsüber, der will ja angenommen werden. Der hat ja nicht das Anspruchsdenken, er wird auf jeden Fall angenommen, sondern der ist dankbar, wenn er da bleiben darf. Also so erlebe ich das bei mir in der Praxis. Und im Bereitschaftsdienst ist das anders. Das sind Ausnahmesituationen und da kommt es dann auch häufiger zu Auseinandersetzungen. Mhm. Wir lösen das darüber, dass wir in den Zentralen Telefonisten zusätzlich haben, also wir sind nicht alleine. Wir lösen das im Besuchsdienst, also bei den Hausbesuchen so, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, dass wir unsere Ärztinnen und Ärzte mit Autos ausstatten. Das machen andere Bundesländer nicht. Da fahren teilweise die Ärztinnen und Ärzte selbst mit Privat-Pkw, ja, auch mit dem eigenen Auto. Mhm. Und wir haben Fahrer, ja, die Ärztinnen und Ärzte begleiten. Die fungieren zum einen als Zeuge, zum anderen auch als Schutz, weil es einen anderen Kontext darstellt, wenn zwei Personen in eine Wohnung gehen und da eine Behandlung durchführen. Ja, also zum medizinischen Hilfs. Außerdem habe ich eine helfende Hand. Ich habe eine helfende Hand, ich habe einen gewissen Schutz und ich habe einen Zeuge dabei. Das ist dann schon eine andere Situation. Ja. Und gerade bei weiblichen Kolleginnen kriege ich da häufig positive Rückmeldungen, dass denen das eine gewisse Sicherheit gibt. Aber ich bin ehrlich, ja, auch ich als Mann finde es angenehm, wenn im Hausbesuchsdienst jemand dabei ist, der mir einfach mich unterstützen und mir helfen kann. Ja, so kenne ich das auch von früher, war das auch immer bei uns Standard. Ich habe ja auch Hausbesuchsdienste oft gemacht damals und ich muss sagen, damals war die Rückmeldung von den Patienten immer unheimlich positiv. Ne? Also die waren immer sehr, sehr dankbar. Das mit den Hausbesuchsdiensten, wer entscheidet dann letztendlich, muss ein Hausbesuchsdienst gemacht werden oder kann der Patient in die Bereitschaftspraxis, wird das über die 11.6, 11.7 geregelt? Ja. Also wir haben im Bereich der Reform haben wir die Telefonnummern der einzelnen Zentralen alle auf die 11.6, 11.7 gelegt, weil wir ja eben diesen Zentralismus haben wollen, um eben die Auslastungen erfassen zu können, um am Schluss Wartezeiten optimieren zu können etc. Also um die Patientenströme organisieren zu können. Die 11.6, 11.7 bekommt das Telefonat, entscheidet dann die Fälle, ist es was für den Hausarzt für den nächsten Tag? Ist es was, wo der Patient fußläufig in die Bereitschaftsdienstzentrale kann oder braucht es einen Hausbesuch oder gar den Notarzt? Das entscheidet die 11.6, 11.7. Jetzt haben wir da aber, da müssen wir ehrlich sein, so Grenzbereiche. Ja? Ich meine, die 11.6, 11.7, das wird durchgeführt von Callcenter-Agenten, die sind ausgebildet und geschult.
Dennoch sind es keine Ärztinnen und Ärzte. Das heißt also, diese Triagemöglichkeit ist da. Auch ESMED als Tool unterstützt das, aber die ist begrenzt. Ja? Und da haben wir immer so Graubereiche, wo man sagt, ah, was ist es jetzt? Ja? Und da haben wir die Möglichkeit der Rücksprache dann mit einer ärztlichen Kollegin oder Kollegen, um das eben zu verifizieren. Dadurch, dass das aber den Ablauf in der Bereitschaftsdienstzentrale wiederum unterbricht, wenn dann ständig das Telefon klingelt und der Arzt aber eigentlich den Ambulanzdienst vollziehen soll. Über den Weg überlegen wir uns jetzt momentan ein Projekt, dass wir quasi einen festen ärztlichen Kollegen oder Kollegin in der 1167 etabliert, der diese Fälle dann eben entweder direkt abarbeiten kann, wenn es teilweise auch nur eine telefonische Beratung darstellt, oder aber er ärztlich entscheiden kann, nein, das gibt einen Hausbesuch, oder der Patient kann ambulant vorstellig werden in der jeweiligen Bereitschaftsdienstzentrale. Ja. Viele KVen arbeiten ja fast ausschließlich mit Hausbesuchsdiensten. Aber es hat schon einen Vorteil, diese Bereitschaftspraxen vor Ort auch anzubieten. Jein. Also ich habe selbst im Rahmen dieses Piloten und im Rahmen der Reform in Frankfurt einen Hausbesuchsdienst mal in Frankfurt City gemacht und habe das mal erlebt. Da fährt man natürlich viele Hausbesuche. Also so, dass der Arzt zum Patienten halt muss, ja. Da wird in einer großen Stadt wie Frankfurt abends um 23 Uhr die Notdienstzentrale zugemacht und ab dann gibt es dann nur noch 7 oder 8 Autos, die da rumfahren und die ganzen Hausbesuchsdienste abfrühstücken. Ja, man muss natürlich über den Weg auch wiederum unsere Wirtschaftlichkeit im Blick halten und das ist ja eben eines der Probleme, das wir haben. Wenn wir die Umlage von 270 Euro irgendwann verdreifachen müssen, um uns diesen Bereitschaftsdienst noch leisten zu können, dann bin ich sicher, dass auch der Aufschrei unserer Ärzteschaft größer wird, weil die Kosten uns ja dann noch mehr auffressen. Also an der Stelle muss man überlegen, wie man es darstellt. Der Hausbesuchsdienst bietet für den Patienten einen gewissen Service. Ja, der wird zu Hause behandelt. Dennoch hat er zu Hause nicht unbedingt die gleichen Möglichkeiten, diagnostiziert zu werden wie die Zentrale. Also EKG, Ultraschall, gewisse Möglichkeiten haben wir in Zentralen oder in den Krankenhäusern Anbindungen an Blutuntersuchungen, an Labore oder auch den kurzen Weg von der BDZ an einem Krankenhaus dann in die Notaufnahme. Der ist dann eben kürzer, was im Hausbesuchsdienst teilweise schwierig ist. Ja, das ist ja auch der Fakt. Also die meisten Bereitschaftsdienstpraxen sind organisiert in der Regel auch an einem Krankenhaus, sodass also einmal die Aufgabe ist, das Krankenhaus von Patienten zu entlasten, die jetzt nicht unbedingt stationär betreut werden müssen, auf der anderen Seite auf gewisse Ressourcen des Krankenhauses auch zurückgreifen zu können dann in der Bereitschaftspraxis. Wie gut funktioniert dieses System? Also das ist ja etwas, was ja auch angedacht ist in dem Konzept, das Herr Spahn schon letztendlich mal avisiert hatte, die sogenannten integrierten Notdienstzentralen in den Krankenhäusern zu etablieren. Also ich kann da nicht Rheinland-Pfalz weit sprechen. Ich bin sicher, da gibt es individuell Situationen, wo es sehr gut läuft und auch Situationen, wo es noch ein bisschen verbesserungsbedürftig ist. Die Zentralen hier in Rheinhessen, die ich betreue, da läuft eine ordentliche Kooperation, dass man auch miteinander spricht. Aber gewisse Momentaufnahmen, die besser und schlechter laufen, das lebt und fällt ja mit dem Arzt und dem Kollegen, der da Dienst hat, dass die auch miteinander kommunizieren. Ja? Und da gibt es eben, je nach fachlicher Kompetenz des bereitschaftsdiensthabenden Arztes, Kollegen, die zucken dann schneller mal die Einweisung und schicken jeden zweiten Patient weiter und haben da so einen Stapel Einweisungen. Schicken dann zur Urologie, zur HNO, zur Neurologie, zur Inneren und machen sich ihren Dienst an der Stelle leicht. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen ihre Arbeit, ich will nicht sagen besser, aber die weisen weniger ein. Vielleicht haben die gerade in der Momentaufnahme bessere oder leichtere Patienten, die nicht einweisungsbedürftig sind. Mhm, ja. Ja, es gibt ja auch Krankenhäuser, die gewisse Aufgaben für uns da übernehmen. Also ich glaube, im augenärztlichen Bereich haben wir das ja, weil ein augenärztlicher Bereitschaftsdienst komplett über Rheinland-Pfalz zu entwickeln, das wäre dann wirklich schwierig mit den niedergelassenen Kollegen. Da gibt es schon diese Kooperation. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wird von uns eben halt die Frage gestellt, ist denn so ein System an jedem Krankenhaus, so ein integriertes Notfallzentrum zu installieren, wo dann ja letztendlich dann zwei Ärzte sitzen, also einer von uns als niedergelassenen Vertreter und einer vom Krankenhaus, das wird ja kaum finanzierbar sein.
Ich glaube, die Finanzierung ist ein Problem, ja, aber ich glaube, wir haben auch die Ärzte, aber ich glaube, der Ärztemangel ist das andere Problem. Genau. Und ich glaube am Schluss, wenn wir die Thematik Professionalisierung in der nächsten Legislatur angehen wollen, dann geht es über den Weg nur, dass man über Kooperationen auch da die Ärzteschaft der Kliniker und die Ärzteschaft der Niedergelassenen mit den Externen zusammennimmt und über den Weg quasi das darüber professionalisiert, weil wir haben sonst die Manpower nicht, um das zu gestalten. Wir werden aus meiner Überzeugung weiterhin nicht abhinkommen, Zentralen, die weniger ausgelastet und weniger effizient sind, zu regulieren, ja, und zu optimieren, teilweise auch nicht effiziente Zentralen zu schließen. Ich glaube, das wird auf Dauer flächendeckend auf Rheinland-Pfalz nicht anders möglich sein. Wenn nicht anders möglich sein, wobei da immer der Aufschrei natürlich groß ist. Also wenn mal eine Bereitschaftspraxis da war vor Ort, dann ist das ein gewisser Besitzstand der Gemeinde und dann ist es wirklich problematisch, da wie zu sagen, wir schränken unsere Leistungen jetzt ein. Ich glaube, wir müssen da ganz, ganz wichtig Politik und vor allem auch die Bürger mitnehmen und sagen, eure Versorgung wird gar nicht schlechter, sondern wir bauen dafür ein alternatives System auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich begleite den Bereitschaftsdienst jetzt seit dem Jahr 2000. Damals habe ich als Telefonist angefangen, noch in der Zentrale in Wörrstadt. Und wenn man damals an die Landkarte denkt, da gab es eine Bereitschaftsdienstzentrale in Idar-Oberstein, in Niederulm, in Oppenheim-Nierstein, in Wörrstadt. Und die Zentralen sind nach und nach, weil sie eben nicht effizient waren und halt viel Geld gekostet haben. Ich habe damals dort selbst gearbeitet. Da bist du um 19 Uhr zum Dienst gekommen und dann standen da zwei Patienten. Das waren immer die gleichen. Die kamen da halt 20 Mal in der Woche, weil sie keinen Hausarzt hatten oder tagsüber geschlafen haben, wenn der Hausarzt offen hatte. Und ansonsten hast du da eigentlich ein schönes Leben gehabt. Dennoch ist die Problematik, wir müssen das Ganze wirtschaftlich auch betrachten, weil die Kosten fressen uns niedergelassen am Schluss dann auf. Ja. Aber aus dem Weg ist... Und von der Manpower. Das genau. Ist, ja. Und aus dem Weg ist es so wichtig, dass wir den Patienten klar machen und da an Konzepten arbeiten, dass die Versorgung in keinster Weise gefährdet ist. Denn darüber, dass wir haben ja jetzt im Bereich der Reform auch den überregionalen Fahrdienst eingeführt, sodass die Patientinnen und Patienten halt mit einer größeren Anzahl an Fahrdiensten da eben die Versorgung gewährleisten können, ja, und dass der Patient da keinen Nachteil hat. Weil auch das ist immer eine Thematik, Ballungszentrum ist ja alles gut, da gibt es ja alle 500 Meter einen Arzt. Ja, natürlich, klar. Aber im ländlichen Bereich, oh Gott, was macht jetzt da die arme 90-jährige Patientin? Ja, die Zentrale ist zugemacht und dann muss man 50 Kilometer fahren. Nein, über den Weg leisten wir die Sicherstellung, ja, über den Fahrdienst. Ja, und der Rettungsdienst und das Notarztwesen, das ist ja noch eine parallele Sicherheitsstruktur, die ja ebenfalls noch da ist. Wunderbar. Ich glaube, wir haben viele Dinge angesprochen, die auch so in diese zukünftige Entwicklung der Notfallversorgung dann mit einbezogen werden müssen. So wie ich mich freue, wenn wir das gemeinsam weiterentwickeln können, werden wir dann ja sehen. Es wird sicherlich von politischer Seite auch das ein oder andere auf uns zukommen, was wir dann umzusetzen haben, umsetzen müssen. Wir müssen natürlich auch Kritik offen gegenüber sein, also die 11.6.7. Da müssen wir weiter dran arbeiten, dass eben halt Wartezeiten verkürzt werden und. Das ist nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, wir haben eben halt diese Peak-Zahlen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und die Zukunft ist da sehr, sehr spannend und ich freue mich, wenn du da weiter im Ball bleibst. Du bist da sehr, sehr engagiert. Solche Kollegen brauchen wir unbedingt dann in diesem System. Wir beenden unser Gespräch immer mit so drei kurzen Fragen, einfach, die du ganz kurz einfach vielleicht beantworten magst, um so ein bisschen so einen Ausstieg zu haben. Du bist Mannschaftsarzt, habe ich gesehen, Verbandsliga oder Eintracht Kreuznach. Für wen fieberst du denn Bundesliga-mäßig? Naja, für Kaiserslautern also, oder Mainz? Oder? Ich bin tatsächlich, man polarisiert über den Weg, ja, weil ich bin ein FC Bayern Anhänger. Ehrlich? Das da schlägt mein Herz. Das läuft ja momentan gut. Welcher Beruf wäre es denn bei dir gewesen, wenn es nicht der Arztberuf gewesen wäre? Pilot. Pilot? Das ist auch interessant. Hattest du da
Wie ist die Entscheidung dann gefallen letztendlich? Naja, ich habe damals ein Auswahlverfahren mitgemacht bei der Lufthansa fürs Pilotendasein und für Medizin und habe mich dann am Schluss aber dann für die Medizin entschieden. Gott sei Dank. ich habe gesehen, du bist ja auch nach wie vor, du hast ja auch eine Lehrtätigkeit. Ja, was bietet dir diese Lehrtätigkeit? Das machst du Sportwissenschaften an der TU in Darmstadt, ne? Ja, was bietet dir das? Das ist eine Abwechslung. Mit jungen Menschen arbeiten zu können, dass man die ein bisschen begleiten darf. Ja, die sind wissbegierig und haben Spaß daran. Ja, es ist für mich tatsächlich eine Abwechslung aus dem Alltag raus. Da, also ich lese da Anatomie und Sporttraumatologie in den Sportwissenschaften in Darmstadt. Und das ist einfach eine schöne Abwechslung. Schön. Vielen Dank, Martin. Es war ein ganz tolles Gespräch. Freue mich, wenn wir uns demnächst hier in der KV wiedersehen. Vielen Dank.